ihr Lieben, heute frischen wir ein bisschen unsere Bäder auf, nämlich mit solchen Flechtkörben hier. Heute brauchen wir Texipapp, Textilkleber, ein Lineal, ein Cutter und Klammern. Als erstes heute schneiden wir uns die Streifen zu. Da mache ich die zum Flechten in 1,5 cm und oben nachher diesen Abschlussrand, den mache ich doppelt so breit. Die silbernen Streifen halbiere ich mir jetzt einmal. Und daraus webe ich mir dann den Boden. Beim Flechten achtet ihr darauf, dass ihr immer abwechselnd unter und über die Streifen geht. Und dann auf dem Rückweg genau andersherum. Wenn ihr das habt, schiebt ihr die Streifen alle richtig schön fest zusammen und dann schaut ihr genau, wie breit die sind und daran passt ihr dann die Streifen an, die außen drum herum kommen. Die Seiten des Bodens falze ich jetzt einmal nach oben, damit das Kästchen nachher auch schön viereckig ist. Und bei mir sind das übrigens 8 cm, die der Boden hier breit ist. Und so bereite ich mir dann auch die anderen Streifen für außen vor, also 4 × 8 cm, und ich falze die dann einmal da, damit die besser passen. Die grauen gefalzten Streifen, die überlappen wir jetzt so ein bisschen und genau an der Stelle kleben wir die mit Textilkleber zusammen, fixieren das mit einer Klammer. Das lassen wir dann gut trocknen und danach können wir direkt mit denen weiterweben. Mit den getrockneten Streifen jetzt verfahrt ihr genauso wie auch beim Bodenweben, nämlich wieder abwechselnd vor und zurück und dann alles gut zusammenschieben. Eben nur dabei die Seiten wechseln. Und bei dem nächsten Ring jetzt nur noch mal darauf achten, wie auch vorher, dass ihr genau entgegengesetzt webt. Ich habe meine Box jetzt 5 Streifen hoch gemacht. Das sind ein bisschen mehr als 6 cm. Wenn ihr die Größe haben möchtet, müsst ihr eben nur ein paar Streifen mehr nehmen. Die schneide ich jetzt hier noch ab und zum Schluss dann noch hier dieses Endstück. Das falte ich noch einmal in der Mitte und klebe das dann auch auf. Die Box ist jetzt fertig und ich habe mich hier für die zweifarbige Variante entschieden. Ihr könnt es aber natürlich genauso gut nur in Grau oder nur in Silber machen. Und in diese kleine Box hier übrigens kommen bei mir auf jeden Fall Haargummis rein und die werden alle in meinem Badezimmer einen Platz finden. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr da so für Utensilien unterbringen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann!